ich mag das. Frag mich, wann Burgund zerfällt. Was noch nicht passiert ist, aber immerhin haben die schon geerbt. Und auch Navarra, weil Navarra wahrscheinlich in die Staatsunion unter Aragon gefallen ist. Das hatte ich jetzt doch noch ein paar Mal. Mir hier ja, glaube ich, aufgefallen und das hatte ich jetzt noch mal gehabt. Also das passiert wohl doch ab und zu mal. Aber ein relativ neues Event, denn davon habe ich noch nie gehört früher. Oh. Das heißt, wir haben jetzt Artillerie. Auch wenn wir kein Geld haben, würde ich jetzt einfach mal eine Artillerie bauen. Haben wir Geld irgendwo? Verdammt nochmal, wir können nichts mit Papsteinfluss anfangen. Wir können bald Papsteinfluss scheißen. Mein Gegner kriegen. 90. Köln wird noch mitmachen. Und Trier könnte. Ja, klar. Man kann Kaiser nicht in den Kriege gegen den Kaiser rein. Och joa. Warum möchte Trier nicht? Will sich vertrauen. Ja, weil wir ein Bündnis entehrt haben, ein anderes, aber das ist natürlich. Naja, schadet allen. Ach, das ist schön. Oh. Die sind mir feindlich gegenüber gesinnt. Als mag ich wohl nicht mehr. Oho. So Baden existiert noch, aber heilige Scheiße. Haben das Elsass freigelassen und Mainz freigelassen. Als. Eigentlich hätte ich dir noch den Kurfürstentitel aberkannt. Ich glaube, das geht im Krieg. Oder geht das? Ich meine, das ginge. Bis wann haben wir nur noch einen Ruf gemacht? Ja, aber die Familienbande können wir auch nicht einfach auflösen. Wir können auch jetzt kein anderes Bündnis machen. Super. Ich will mich eigentlich wieder mit denen verbünden. Aber gut, dann nehmen wir halt Salzburg. Das ist dann schon mal die Beziehung. Auf jeden Fall mit vier Kurfürsten, also mit drei Kurfürsten verbündet sein, denn wir sind ja selbst einer. Gut, und dann stimmen wir jetzt für Österreich. Und wenn nicht, ach, weil die eine Frau als Nachfolger haben, oder wie? So, rassistisch. Wen mögen wir denn? Was? Hm. Wen mögen wir? Wir können ja keine Bistümer wählen, also Trier fällt schon raus und alles. Bayern! Wir stimmen jetzt für Bayern. Wenn das geht. Wir stimmen jetzt für das Land, mit dem wir die besten Beziehungen haben. Nassau. Ja, wir stimmen jetzt für Nassau. So. Schwache Kaiser sind immer gut. Schwache Kaiser sind super. Eins ist nur mit Münster verbindet, das ist natürlich auch verlockend. Da bauen wir mal ein Spionagenetzwerk. Bis wann ist hier unser Claim? 91, ja. Oh ja. Und wann ist endlich mal wieder ein Herrscher auf dem Thron? In 2 Jahren. Oh, ein goldenes Jahr. Supi. Ah, haben wir 800 Pracht? Bald. Endlich gratis Kriegssteuern. Wir müssen ein bisschen Geldreserven aufbauen, weil wir jetzt eine Truppe haben, die eigentlich nicht in unser Budget passt. Ich würde so gerne Frankfurt angreifen. Das geht natürlich nicht. Mainz würde ich aber dann. Dauert halt ein bisschen, bis wir einen Anspruch haben.
Wurde natürlich schon entdeckt, ist ja klar. Mach das wieder so, dass ich ein paar Folgen aufnehme. Diesmal vielleicht nicht 5 Folgen, aber ein paar Folgen, die dann später zusammenschneide. Jetzt wäre so unbedingt ungefähr eine vorbei, aber. Oder die ist schon vorbei, also hallo. Je nachdem. Kann natürlich auch die Autonomie senken, aber ich glaube, ja. Bei 25 geht das nicht mehr. 25 ist, glaube ich, der Grundwert auch. Ja. Der geht trotzdem runter, das ist schön. Uiuiui, Magdeburg. Ui, armes Magdeburg. Ach so, wenn Burgund weg ist, das ist natürlich schön, dass wir dann Braunschweig ein bisschen ärgern können. Boah, Nassau hier. Nassau wird Kaiser, ich sag's euch. Nassau wird Kaiser. Und ich unterstütze das auch noch. Also eine kleine Nation als Kaiser ist super. Echt. Können jetzt zwar das Reich auch schlecht verteidigen. Aber an sich. Ja, mach mit. Niemand. Müssen wir jetzt wieder Vertrauen aufbauen. Ach, das. So. Jetzt soll es gehen, oder? Ja. Haben wir noch AE? Oh. Vernachlässig. Zu vernachlässigen. Und Köln können wir auch vielleicht mit uns da geben. Wobei, besser nicht. Ich glaube wirklich besser nicht, damit wir Köln noch einfach besiegen könnten. Denn Köln ist einer unserer nächsten Gegner, würde ich mal sagen. Und Köln kommt, glaube ich, alleine mit Münster zurück. Köln. Köln. Ach, gut, dann mache ich das halt selbst. Schließe ich mir nicht an, geh da hoch. Gut, dann schließe ich mir an und wir gehen da gleich zusammen hoch. Ich komme ja so vor hier wie so ein Korridor mitten in Deutschland, wo alle durchmarschieren können. Mainz ist auch relativ gut entwickelt. Ja, 21% ist auch mehr als Würzburg und Bamberg zusammen. 22, ja eh, das geht aber eigentlich noch. Da kriege ich einen guten Vibe für Frankfurt. Frankfurt wird auch einfach zu besiegen, das ist schön. Aber warum mal hier? Nein, möchte ich nicht. Die möchte ich mir aufheben für den Krieg gegen Frankfurt. Genau mit meinen Verbündeten plus Pfalz. Ne, also gut. Die Pfalz ist raus. Wir haben auch keinen Staat mehr, das ist super. Mit wem verbinde ich mich denn? Ich habe gesagt Salzburg, ne? Weil die den Kurfürst sind. Aber schon gut Bündnisse. Uns auch mit Böhmen versuchen. Ich glaube, Böhmen wird das auch machen. Böhmen ist, glaube ich, ein ganz mächtiger Verbündeter. Da würden wir auch, glaube ich, nur alle 5 Dings da kriegen. Alle 5 Jahre, weil Böhmen halt relativ groß ist. Wo haben wir bei Österreich eigentlich zwischen 10? Nein, immer noch 8. Müssen wir noch 10 Jahre oder so warten. Wir kommen aus Salzburg zurück. Du kannst ja gleich wieder hingehen. Gut, müssen wir halt noch Münster belagern. Habe ich kein Problem mit. Ich kam euch auf die Idee. Zu hoffen, dass Mainz schlau ist. Ist auch irgendwie unrealistisch. Wenn man den hier völlig belagert, aber Mainz überhaupt nicht, dann machen die Frieden. Andersrum überhaupt nicht. So, Münster. Euer Todestag ist gekommen. Mit meiner tollen hier. Artillerieeinheit und dem Kölner General Philipp Limberg. Was ich ja nicht verstehe, warum Bistümer eigene Armeen hatten. Ja gut,
Ne, die mussten auch ihre Menschen unterdrücken. Vor allem die mussten ihre Menschen unterdrücken und den Befehl des Papstes verfolgen, aber irgendwie schon paradox. Man lehrt Nächstenliebe und schlachtet gleichzeitig Menschen. In dem Falle wohl doch eher sinnvoll. Aber lagern wir halt noch Münster. Hab ich doch kein Problem mit, ne? Wie viel Prozent haben wir? 83. 83. Nicht Prozent, sondern Punkte, aber. Ist ja auch scheißegal. Gegnerische Armee sollte weg sein. Genau. 12.000 Verluste. Ja, ich hab mehr, fast. Ich hab halb. Ich hab gut Zermürbungsverluste gehabt. Vielleicht möchte Münster ja schon Frieden. Lass Ostfriesland in Osnabrück frei. Ach gut, lassen wir Ostfriesland in Osnabrück frei. Was 21 Diplo-Power, das ist wert. Mainz auflösen ist unnötig, stattdessen nehmen wir Kriegsreparation. Genau. Und das werden wir fordern. Dann machen wir auch mal 5, da wird jetzt nichts passieren. 5 ist halt das Spiel so ein bisschen zuckelig. Verständlicherweise. Wir stellen mit der Pfalz Ben. Ja, sorry, Pfalz. Echt, ich konnte euch nicht helfen. Das ist Österreich. Österreich ist eine andere Hausnummer. Uns das zweigeteilt. Armes Münster, echt. Drei Länder jetzt aufgeteilt. Friesland, Ostfriesland und Münster. Und Mainz ist sächsisch. Man könnte jetzt sagen, ich sollte mehr mit Vasallen arbeiten, aber. Ja, wir warten noch mal mit Böhmen, glaube ich. Wenn jetzt verlieren, so würde ich da nichts machen. Sollte ich, wie gesagt, auch noch eventuell Salzburg in Betracht ziehen. Wir wählen wieder uns selbst. Denn momentan werden wir wieder gewählt. Mal, wie groß wäre eine Rebellenarmee, wenn die aufstehen? Oh, das wäre eigentlich zu viel. Deswegen Vorlauf ein bisschen bessere Zeiten. Ist super. So, gratis Kriegssteuer. Das hätten wir vielleicht doch eher noch nehmen sollen, aber gut. Was kommt dann als nächstes? Wolfgang der Zweite von Wettin. Der soll bitte auch sterben. Der Erste, Verzeihung, der Erste von Wettin. Hab ich mich verlesen. Ich würde jetzt eigentlich noch Stabilität erhöhen, aber dafür haben wir gerade echt keine Punkte. Und so, Festungen werden außer Betrieb genommen. Von Schleinitzstraße. Was für ein Name? Ja, der ist in Ordnung. Der hat eine Frau gefunden und direkt ein Kind gemacht mit 16 Jahren. Die Frau ist 17. Heutzutage undenkbar. Zum Glück. Sieht gut aus, habe ich gesagt. Müsste nur noch der scheiß Österreicher mal sterben. Der Ladislaus. Oh, der ist schon 45. Oh, das ist hier. Der darf aber keinen besseren Nachfolger kriegen. Weil er sonst wieder antreten darf. Zur Kaiserwahl zugelassen. Ja, wenn es eine Frau ist. Frauen dürfen nicht Kaiser werden. Ist ja logisch, ne? Und Kaiser. Ja, ich würde die erste Idee machen, dass wir mehr Rekrutenreserve haben. Mamluken machen schon ihr goldenes Zeitalter. Ja, ich mache das eigentlich auch immer relativ früh. Man muss es auch relativ früh machen, aber man darf es nicht so früh machen. Das ist so das Wichtige, was man dabei verstehen muss. Salzburg sind wir noch gut dabei. Oh, lässt nach. Böhm, ja, Böhm. Von Böhmen mal zu Salzburg wechseln. Und Erzbistum. Ja, es gibt ja immer eigentlich
Wie ist das? Drei Erzbistümer, vier Fürsten. Moment. Wer wurde ersetzt? Mainz. Eins, zwei, das sind die drei Erzbistümer, das sind die vier Herzogtümer. Oder Königreich, oder wie auch immer. Vier weltliche und drei geistliche Herrscher sind es ja immer.